und herzlich willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part waren wir wieder auf Skulltula-Jagd und haben außerdem noch eine Zwischensequenz mitverfolgt, wie Sheik gerade von einem Wesen aus dem Grund des Brunnens angegriffen wurde. Und wir haben ja mittlerweile schon 50 Skulltulas und Navi, was ist denn jetzt schon wieder? Du hast die Nocturne des Schattens von Sheik erlernt. Warum spielst du sie nicht? Weil ich gerade nicht will, verdammt nochmal. So. Wir krabbeln erstmal ein paar Schätze ab hier, die wir noch kriegen. Hallo? Okay, der war schon. Du vielleicht? Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Yay! Die Krabbelminen. Ja, ja. Haben wir schon mal gelesen? Du? Okay, der war auch schon befreit. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Yes! Ein Herzteil! Und wir haben bereits wieder einen neuen Herzcontainer voll gemacht. Das ist doch super! Es stehen noch zwei ganze Herzcontainer für uns offen und 2x4 Herzteile, das heißt 8 Herzteile müssen wir noch finden, die hier in Hyrule verstreut sind. So, jetzt muss ich aber auch noch überlegen, wo die waren. Okay, warte mal kurz. Da war eine, zwei, drei. Also an 3 kann ich mich da erinnern. 4 glaube ich schon. Naja, vielleicht müssen wir noch das eine oder andere Minispiel lösen, wer weiß. Ja, ich würde sagen, wir machen hier weiter mit den Skulltulas. Jetzt muss ich aber doch nochmal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Zoras Reich, da können wir noch nicht. Das ist fertig. Ja, das machen wir am Schluss. Fertig. Ach, da können wir noch hin, okay. Okay, machen wir das gleich mal. Wir haben ja Zeit. Okay, einmal zum Hylia See bitte. Dankeschön! So, und da sind wir schon wieder. Warte, das war gleich hier, oder? Mal gucken. Komme ich da hoch? Yes! Okay, da ist er. Zack! Haha! Hammer nicht! Yay! Gut. Mal gucken. Bis jetzt. Fertig! Heilige Scheiße! Das geht ja wie vom Pappe. Ha! Das geht sau schnell! Das ist geil. Das ist richtig geil. Okay, wisst ihr was? Wir machen gleich weiter mit dem Gerudo-Tal. Mal gucken, ob da noch ein gewisses Herzteil noch fehlt. Das bleibt uns noch zu überprüfen. Wie viele Skulltulas haben wir denn jetzt eigentlich? 71! Oh, wir sind ja bald fertig. Wenn wir jetzt noch die Tempel dazu rechnen. Die Tempel werden übrigens nicht auf der Karte angezeigt, wenn die schon fertig gelöst sind mit den Skulltulas. Denn man muss individuell in die Tempel hineingehen, um zu sehen auf der Dungeon-Karte, ob man hier alle Skulltulas gesammelt hat. Deshalb gucke ich jeweils immer kurz vor dem Boss von einem Tempel, ob ich alle Skulltulas eingesammelt habe, ja? Skulltulas sind wichtig, die gehören zu den 100%. Was aber auch zu den 100% gehört, sind die 4 Flaschen. Also 3 haben wir ja schon. Die 4. die wird noch kommen, sobald wir auf der Hylianischen Steppe 10 Nachtschwärmer getötet haben und die in Flaschen zu einem Geisterhändler gebracht haben. Ich werde das auch später im Verlauf des Spiels zeigen. Jetzt erstmal
Ja, ich glaube, ich mache das nach dem Schattentempel. Einfach so aus Prinzip, damit wir nicht die ganze Zeit nur am Sidequesten sind. Okay. Also dann würde ich sagen, auf zu Gerudo-Tal. Jetzt sind da die ganzen, wie heißen die denn? Ananas? Irgendwas mit Ananas. Ach, ich weiß. Killer Ananas, genau. Killer Ananas. Habe ich ja fast vergessen. So. Fokussieren auf das Spiel, bitte. Killer Ananas. Wer lässt sich sowas einfallen? Vor allem kann man die fast nicht killen. Die sind so robust, könnte man meinen. Egal. Sind ja nicht schwer. Jetzt erstmal Goldene Skulpturas. Das ist das Einzige, wofür wir uns momentan interessieren. Außer ihr habt gerade Hunger und ihr habt noch nichts gegessen. Dann interessiert euch nebensächlich auch noch für Essen. Aber lassen wir das mal. Warte mal. Tageszeit ändern. Auf die Nacht. Bei Nacht erscheinen die Skulpturas immer. Deshalb ist es ratsam, hier umzuschalten. Und wie es aussieht, haben wir den da hinten schon. Also den da auf dem Loch da. Sonst würde ich ja noch was hören. Von wegen... Ihr wisst, was ich meine. Da kommt man hin, oder? Ja. Zack. Okay. Jetzt sind wir drüben. Hinter dem Zelt war, glaube ich, noch einer. Und ich hatte recht. Wie so oft schon? Wie hat sich das denn gerade angehört? Wie so oft schon? Der Ton war so hoch, ich habe ihn gleich verschluckt. Und ich muss mich sogar noch räuspern. So, da hinten auf dem, auf dieser Steinsäule war auch noch einer. Einer Rainer Kallmund und es fängt wieder an. Stirb, Kartoffel! Ja, auch ich kenne ASDF-Movie, auch wenn ich es nicht tagtäglich gucke. Ah, jetzt komm schon. Alter. So, jetzt haben wir ihn. Mal gucken. Dum, 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 dum. Immer noch nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen? Also, wir wissen, Gerudo-Festung und Gerudo-Tal wird voneinander unterschieden. Das ist klar. Das weiß ich aber nicht. Wo soll denn der letzte sein? Wo soll denn der sein? Scheiße. Nee, wirklich, wo soll denn der sein? Warte, ich guck noch mal ganz kurz auf die Karte. Gerudo-Tal? Gerudo-Festung. Und dann kommt wahrscheinlich noch ein Kartenabschnitt mit Gerudo-Wüste. Gerudo-Tal. Es ist verwirrend. Es ist echt verwirrend. Dann vielleicht doch hier. Bei Tageslicht vielleicht. Ich verstehe es nicht. Hä? Mach nochmal Nacht hier. Ich verstehe es nicht. Wir haben doch die Käfer in das Ding reingeschmissen, oder? Ich warte jetzt einfach mal einen Moment. Ich verstehe es echt nicht. Müssen wir vielleicht als Kind hierher kommen, oder was? Das checken wir später mal ab. Es wird nämlich noch die Zeit kommen, da müssen wir wieder einmal in die Vergangenheit zurück. Ist ja eigentlich klar, oder? So, warte. Das wollte ich jetzt anders machen. Wo war denn der Absatz mit dem Stein? Da war er. So. Zack. Ach, den können wir nicht anheben, aber das ist nicht schlimm. Das da hinten brauchen wir. Sofern wir den noch nicht eingesammelt haben. Yeah, wir haben den noch nicht eingesammelt. Yes. Ja, gut.
Also ich würde sagen, also es sind noch 2, 3, wenn wir die Wüste zählen. 3, 4, 5 Gebiete. Und wir machen alle später quasi. Dann gehen wir doch mal. Oder nicht? Oder doch? Nee, weißt du was? Ich hole mir jetzt den letzten Skulltula hier noch einmal. Also ihr wisst schon, ich meine jetzt hier in der Gerudo, im Gerudo-Tal, als junger Link, ich guck da mal nach, ob auf diesem Loch, wo Wasser rauskommt, tatsächlich mal einer drauf sitzt, so ein verkackter Mistkerl. Und dem spank ich aber den Arsch durch. Das könnt ihr wissen, dann ist er nicht mehr rot, dann ist er schwarz. Abgefault. Und schon ungeziefert drin eingenistet. Okay, das war übertrieben. Aber ich werde ihm den Arsch versohlen, das ist klar. Wahlweise auch aufschlitzen. Und ihm das Gold aus dem Gesicht rausreißen. So. Einmal in die Vergangenheit zurück, bitte. Dankeschön. Welche Abkürzung nehmen wir denn? Ich würde vorschlagen, gar keine. Weil... Baum. Ich frage mich, ob gerade Nacht ist. Ach, weißt du was? So, hier. Auf zum Heilesee, von da aus geht's schneller. Hat natürlich mir noch Mist erzählt. Oh, warte. Nein. Ich will doch noch mal was ausprobieren. Und zwar Zeldas Schloss. Ich meine Schloss Hyrule. Zelda ist ja selber nicht mehr da drin. Und zwar gab es da nämlich noch ein ganz, ganz böses Secret. Ich guck da mal vorbei. So. Ach, der gute alte Marktplatz. Noch völlig unbesetzt von Zombies. Bei dem Baum, da waren wir schon, oder? Da war nämlich auch einer. Ja, da waren wir schon. Gut zu wissen. Sonst hätte ich mir die Haare ausgerissen, wenn wir den nicht gefunden hätten. Und ich das nicht. Wenn wir den nicht gefunden hätten und das nicht gewusst hätten. Ihr wisst ja, wie scheiße es ist, nach einem einzigen Ding stundenlang zu suchen. Und weil es eben nur so ein kleines beschissenes Kackding ist, ist es so frustrierend. Aber das müssen wir hier wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt nochmal zu Schloss Hyrule. Denn bei diesem Dings da rundherum, bei diesem Burggraben, stand nämlich so ein Baum. Und da möchte ich mal gucken, ob wir da jetzt rein können. Und ich hoffe mal, ich habe richtig gelegen mit meiner Theorie, dass da einer ist. So. Boomerang ausgerüstet, denn den brauchen wir jetzt gleich. Bomben zwar auch. Warte mal, so. Zack. Scheiß auf die Kohle. Wir haben eh voll. Und ich glaube, das Geld ist hier langsam ein bisschen überflüssig. Wir verlieren ja fast keinen einzigen. So. Hier müssen wir die Hymne des Sturms spielen. Dann wird sich hier uns ein Loch auftun. Und ich hatte recht. Mal wieder. Okay, mal sehen. Hier eine Bombe. Hier eine Bombe. Habe ich hier falsch gezielt oder was? Ja. Hier eine Bombe. Und hier eine Bombe. Okay, mal sehen. Hier ist nichts. Da ist nur so ein Spast. Da ist da tatsächlich eine goldene Skulptur. Ich werd verrückt. So. Oh Mist, ich hab das Mikro angehauen. So, lass mich hier wieder zurecht sitzen. So, jetzt können wir weitermachen. Und dementsprechend können wir jetzt
zum Heiliersee. Beziehungsweise nur um mal eben zum Gerudo-Tal zu kommen. Ja, jetzt darfst du. Oh shit, muss niesen. Nein. Okay. Also ihr merkt, ich bin ein bisschen erkältet. Nehmt mir das nicht übel, Freunde. Ach, das ist das erste Mal, dass es in einem Let's Play von mir passiert. Ich meine, das ist mir überhaupt noch nie in irgendeinem meiner Videos passiert. Ich musste doch nie niesen vor einem Video. Das ist völlig komisch. Ach ja. Wie auch immer. Dann gehen wir zum Gerudo-Tal und schnappen uns den letzten Skulltula. Hoffentlich wird es in der Zeit auch mal Nacht. Weil ganz ehrlich, lange will ich hier nicht verweilen. So, komm, beeil dich doch mal. Danach müssen wir den Part aber auch beenden. Und dann werden wir im nächsten Part mit dem Schattentempel beginnen. Das wird noch ein Spaß, Freunde. Obwohl, wenn wir den Skulptur haben, möchte ich doch ein kleines Ding erledigen. Und zwar ist es ein Minispiel in Schloss Hyrule. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen schniefe, aber mir kommt das Zeug wirklich durch die Nase durch. Das ist so unerträglich. Bei mir läuft die Nase wieder nach China. Ohne mir Scheiß zu sagen, hinterlässt mir einfach mal die Rechnung. Und die Rechnung ist der Rotz. Ganz klar. So. Diese Killer-Ana soll mich jetzt nicht stören. Und es wird genau richtig Nacht. Alter, die werden ja richtig laut. So, sterb doch mal. Sterben. Sterben! So ist es schön. Schön brav. Schön brav, ihr kleinen Hundis. Killeranas. Okay. Mal sehen, ob als junger Link dieser Skulltula da an der Wand klebt. Und ich hatte recht. Da sitzt dieser kleine scheißige Mistkerl. Ich werd noch wahnsinnig. Ha! Nein, nicht spielen, du sollst den abknallen. Shit. Ich nehme die Schleuder. Denn die wackelt nicht so beim Ziel. Da muss man einmal draufziehen und dann PAM! Dann kann man sie anvisieren und mit dem Boomerang abklappern. Zack! Yes! Und? Jetzt ist aber fertig, oder? Yo! Gerudo Festung. Okay. Ja, wir gehen noch mal kurz, in die Zitadelle der Zeit. Und ich glaube, dann machen wir den Part doch zu Ende. Wir werden das Minispiel im nächsten Part machen. Und fangen danach mit dem Schattentempel an. Nach dem Schattentempel müssen wir wieder ein paar Herzteile einsammeln. Und dann sind wir schon fast mit dem Spiel durch, Alter. Das geht ja so schnell. Das ist unglaublich. Schade eigentlich. Also dann, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch wie immer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.